Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Wir werden dich aktiv dabei unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Abonniere uns bei Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe und bild dir deine eigene Meinung. Möchtest du die Videos ohne Werbung gucken? Dann werde jetzt ein Patreon von Modern Value Investing und schau dir alle neuen Videos ohne Werbung an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Hi, ich bin Philipp und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Modern Value Investing. Ich weiß doch, manche von euch spielen Lotto, doch wir bei Modern Value Investing suchen nur Qualität zum guten Preis. Und heute sprechen wir über ein eventuell ganz interessantes Unternehmen. Also bleibt gespannt, denn wir sprechen heute über Cisco. Wie werden wir vorgehen? Wir schauen uns an das Geschäftsmodell, die Fakten, die Struktur. Dann wirst du erfahren, ob Cisco eine Dividende bezahlt und in welchen Segmenten sie tätig sind. Wir machen einen Ausflug auf die Webseite zu den Kennzahlen und den Aussichten. Wir nehmen eine Einteilung nach Peter Lynch vor. Wir ermitteln den Lebermann und den Petrovsky F-Score. Marcel wird dich durch den Chart begleiten. Du bekommst die Checkliste und am Ende bist du wieder gefragt mit MSDS. Also du kannst wieder abstimmen, ob Cisco auf deine Watchlist kommen soll. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Cisco Systems ist das weltweit größte Unternehmen für Konzipierung, Entwicklung und Vertrieb von Netzlösungen für das Internet. Also alles, was mit dem Bereich Digitalisierung von Firmen zu tun hat, da erstellen sie die Netzwerklösungen für. Schauen wir uns die Fakten an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet, hat aktuell ca. 72.400 Mitarbeitern und hat im Jahr 2019 einen Umsatz von 51,9 Milliarden US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von ca. 168 Milliarden Euro erwirtschaftet. Kommen wir zu der Aktionärsstruktur. Bei der Aktionärsstruktur siehst du, wir haben wieder starke, große institutionelle Investoren dabei, wie zum Beispiel die Vanguard Group, Capital Research, SSGA Fund, BlackRock, Putnam, Wellington. Also wirklich starke, auch zum Beispiel wieder dabei die Norges Bank. Der Anteil am Modern Value Investing Wikifolio aktuell hält das Wikifolio 8,3% aller Aktien sind von Cisco. Eine Dividende gibt es? Ja, viermal pro Jahr bezahlen sie 35 Cent, insgesamt also 1,40 Dollar bei einer Ausschüttungsquote von 52%. Schauen wir uns die Segmente an, in denen Cisco tätig ist. Cisco hat mehrere Segmente, einmal Infrastructure Platforms, Service, Applications und natürlich Security. 52,8% der Umsätze werden in der USA erzielt, Emerging Markets und Europa 25,2%, Asia Pacific, Japan and China 15,2% und Americas 6,8%. Die Infrastruktur macht 58,2% der Umsätze aus, der dazugehörige Service 24,9%, Applications 11,2% und Cybersecurity 5,3%. Schauen wir uns die Webseite an. Jetzt sind wir hier natürlich wie immer auf modernvalueinvesting.de und alles das, was wir dir hier im Video erzählt haben, kannst du dir jetzt natürlich auch noch einmal anschauen und auch natürlich nochmal den Chart zu dem, was der Marcel denn so erzählt hat. Also super Sache, komm gern vorbei und ganz unten hier natürlich deine Abstimmung, ob Cisco auf die Watchliste soll, ja oder nein. Und dann gehst du einfach auf Vote. Kommen wir zur Webseite von Cisco und die ist doch sehr, sehr schön gemacht. Du siehst erstmal die ganzen Produkte, die sie haben, also was sie da in allen Bereichen machen, zum Beispiel Security, E-Mail Security, Endpoint Security, Workload Security, die ganze Software, die sie anbieten, Internet of Things, was sie da machen, Networking, also die ganze Netzwerkinfrastruktur, Daten- und Rechenzentren, die ganze Cloud. Aber auf Cisco.com findest du gleich Investor Relations und das ist natürlich das, was uns interessiert. Du siehst die wichtigen News für den Kapitalmarkt. Anschließend geht es dann noch weiter mit den ganzen Finanzinformationen, die Events, die jetzt natürlich auch noch kommen und auch das, was war. Du kannst dir auch hier die ganzen Sachen nochmal angucken. Vor zwei Tagen war die Hauptversammlung. Kommen wir direkt zurück zum Unternehmen. Aber halt, was ich jetzt hier noch sagen möchte, du kannst ja auch einen E-Mail-Alert machen. Also wenn du immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, kriegst du es gleich auf dein Handy in deinen E-Mail-Posteingang. Jetzt gehen wir zurück zur Präsentation. Nach der Webseite kommen wir zum Jahresbericht, den Schätzungen, der finanziellen Situation und natürlich auch, was die Analysten raten.
Du siehst, bei der Jahresschätzung, Analysten rechnen jetzt ab 2021 wieder mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende für die Aktionäre. Aktuell sogar das KGV von 15 und eine Dividende von 3,51%. Die finanzielle Situation, das Unternehmen hat keine Schulden, hat hohe liquide Mittel, also hohe Barreserven, der Buchwert legt zu, der Cashflow je legt zu und auch der Cashflow je Aktie soll weiter zulegen. Analysten, die Schätzungen, hier siehst du, das historische KGV ist einfach total nach oben verfälscht mit 228,9 durch die US-Steuerreform. Aber sie gehen davon aus, dass die Gewinne weiter zulegen werden und auch die Dividende. Die Ausschüttungsquote war natürlich 2018 durch die Steuerreform sehr hoch, ist jetzt aber auch wieder auf einem verträglichen Niveau von 50%. Aktuell stellt es sich so dar, dass der Kurs unter dem mittleren Kursziel der Analysten liegt und 13 Analysten raten zum Kauf, 3 zum Aufstocken und 14 zum Halten. Was würde Peter Lynch dazu sagen? Und aktuell würde Peter Lynch sagen, wir haben hier einen Fast Grower. Wir haben ein hohes Gewinnwachstum. Wie hoch, das ist, erfährst du gleich. Eigentlich gibt es eine geringe Dividende, aber 3,5% finde ich schon akzeptabel. Er würde einfach nur empfehlen, Buy and Hold. Wie schaut es beim Levermann und dem Petrovsky F-Score aus? Der Levermann-Score, minus 5 Punkte verkaufen. Dafür aber der Petrovsky F-Score sehr aussagekräftig mit 7 von 9 möglichen Punkten. Was würde Marcel zum Chart sagen? Marcel, schön, dass du da bist. Führ uns doch einmal durch den Chart. Danke dir, Philipp. Und wir werfen einen Blick auf den Chart von Cisco Systems und sehen, langfristig ist der Chart in Ordnung. Es ging stabil nach oben, nicht wahnsinnig bullig, aber doch stabil. Zuletzt gab es allerdings einige Konsolidierungen, nachdem schlechtere oder eher enttäuschende Quartalszahlen gemeldet wurden, gab es Downgaps. Der Kurs eröffnete immer weiter unten. Es gab also negative Sprünge. Der Abverkauf hielt jetzt weiter an, bis auf 43 Dollar. Hier kann man so langsam ein Kauflimit setzen. Für diejenigen, die nicht unbedingt reingehen müssen, aber die Chance nutzen würden wollen, reinzukommen. Bei 40,2 Dollar ist dann die Unterstützung. Und da kann man natürlich dann auch nochmal ein Kauflimit setzen. Hochwahrscheinlich wird dieser Punkt allerdings nicht getroffen. Wie es nun weitergeht, werden wir euch immer sagen in den Updates, denn Cisco Systems wird dort natürlich weiterhin für euch betrachtet. Zurück zu dir, Philipp. Vielen Dank, Marcel. Jetzt kommen wir zur Checkliste. Und da ist natürlich Punkt Nummer 1, habe ich ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, Sie helfen mit Ihren Netzwerken bei der Digitalisierung. Schulnote 1. Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, das glaube ich tatsächlich. Auch hier Digitalisierung ist das Stichwort. Schulnote 1. Kenne ich die Segmente, wie das Unternehmen Geld verdient? Ja, sehr übersichtlich sogar dargestellt. Bei der Umsatz- und Gewinnverteilung ähnlich dem MSCI World, deswegen auch von mir Schulnote 1. Es ist nach Peter Lynch genau genommen ein Fast Grower, deswegen gehen wir jetzt zur Checkliste, weil er würde empfehlen Buy and Hold, aber du bekommst jetzt die Checkliste für Fast Grower. Punkt Nummer 1 ist dann natürlich wie immer, wie ist eigentlich das EPS-Wachstum plus die Dividende? 21% EPS-Wachstum, 3,2% Dividende bei einem KGV von 16, Schulnote 1. Wir haben das Risiko verstanden, der Kurs, also die Fantasie wird vom Kurs gemacht und der Kurs wird durch die Fantasie gemacht. Ob ich kaufen würde? Ja, tatsächlich, deswegen haben wir es ja auch im Wikifolio. Ich habe die Hausaufgabe verstanden und insgesamt ist es für mich 1,0 ein sehr gutes Unternehmen. Jetzt interessiert uns aber natürlich wie immer bei MSDS, Modern Value Investing, sucht die super Aktie, deine Meinung. Du kannst abstimmen auf modernvalueinvesting.de im Artikel. Link dazu findest du in den Shownotes, ob das Unternehmen auf die Watchlist soll. Das Passwort für deine Watchlist erfährst du natürlich im aktuellen Podcast. Der Peter sagt ja ab auf die Watchlist, der Marcel sagt ja ab auf die Watchlist und auch ich bin der Meinung, es gehört auf die Watchlist. Jetzt schreib uns gern deine Meinung in die Kommentare. Würdest du Cisco aktuell kaufen? Hast du es im Depot? Beobachtest du es? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Und denk bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!